Hallo und herzlich willkommen bei Geberit in Pfullendorf. Ich bin Marcel. Und ich bin Luca. Und wir zeigen euch heute, was hinter der Ausbildung bei Geberit steckt. Viel Spaß! Na, neugierig, was hier dahinter steckt? Nein, nicht hier. Sondern hier. Als Werkzeugmechaniker hast du die Möglichkeit, bereits früh in der Ausbildung die Spritzgussformen für unsere Produkte herzustellen und weiterzuentwickeln. Die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker dauert 3,5 Jahre und du lernst die manuelle und maschinelle Bearbeitung von Metall mit hoher Form- und Maßgenauigkeit. Mithilfe von technischen Zeichnungen kannst du komplexe Werkzeuge entwickeln und herstellen. Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik wirst du zum Spezialisten für die Kunststoffverarbeitung. Kunststoff ist der wichtigste Rohstoff bei Geberit, woraus ein Großteil unserer Produkte entsteht. Du lernst, wie du an hochentwickelten Maschinen Kunststoffteile und Baugruppen mit höchster Qualität herstellst. Modernste Herstellungsverfahren wie die Arbeit mit dem 3D-Drucker gehören ebenso zu deiner Ausbildung. Der Beruf Verfahrensmechaniker ist international und zukünftig gefragt und bietet dir hohe Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Hallo, ich bin Kai, mache eine Ausbildung zur Verfahrensmechaniker in Kunststoff- und Kautschuktechnik. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm und außerdem bietet Geberit sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten. Auf dich wartet ein interessanter und hochtechnisierter Arbeitsplatz, bei dem du unsere Produkte herstellst, kontrollierst und einen störungsfreien Prozessablauf sicherstellst. Die abwechslungsreiche Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer dauert 2 Jahre und du wirst schon früh Einblicke in unsere Produktion und Technik am Standort erhalten. Als Maschinen- und Anlagenführer bist du maßgeblich für unsere Lieferfähigkeit und Qualität der Produkte verantwortlich. Ich bin John, ich mache die Maschinenanlagenführerausbildung bei Geberit und ich habe mich für Geberit entschieden, da ich schon als Azubi zu 100% in den Herstellungsprozess mit einbezogen werde. Ein absoluter Alleskönner. Als Mechatroniker vereinst du bei Geberit mehrere Berufe in einem. Du wirst sowohl in der Elektrotechnik als auch in der Metalltechnik ausgebildet. Ergänzt wird deine 3,5-jährige Ausbildung durch die Bereiche Steuerungstechnik und Robotik. Dies ermöglicht dir als Mechatroniker, fertige Anlagen in Betrieb zu nehmen, zu programmieren und instand zu halten. Bei Geberit bist du verantwortlich für die störungsfreie Produktion unserer Roboter und Produktionsbänder. Dein Arbeitsalltag ist also sehr vielseitig. Hi, ich bin Leon Teufel. Ich mache in der Geberit meine Ausbildung als Mechatroniker. Und für die Ausbildung habe ich mich entschieden, weil es mir einerseits Spaß macht, Fehler zu finden und diese dann auch zu beheben. Hallo, ich bin der Belrik, bin 22 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ich habe den Beruf gewählt, weil es in der Zukunft ein sehr gefragter Beruf ist. Ich habe Geberit gewählt, weil es hier in der Umgebung das größte Logistikzentrum ist und man hier viele neue Tätigkeiten lernen kann. Pfullendorf ist mit über 70.000 Palettenlagerplätzen das Zentrallager der gesamten Geberit-Gruppe. Als Fachkraft für Lagerlogistik stellst du dich den logistischen Herausforderungen
und sorgst für einen reibungslosen Ablauf sowohl bei der Annahme, der Lagerung und dem Transport von Gütern. In unserem hochmodernen Lager stellst du die fachgerechte Verladung und Versendung der Kundenaufträge sicher, wobei dich zum Beispiel unsere sprachgesteuerte Kommissionierung unterstützt. Die Erstellung und Auswertung von Statistiken hilft dir dabei, unsere logistischen Prozesse zu optimieren. Industriekaufmann oder Kauffrau lernst du die ganzen betriebswirtschaftlichen Prozesse des Unternehmens kennen. Egal ob in technischen Abteilungen, im Einkauf oder auch in Bereichen wie Human Resources, der Buchhaltung oder des Vertriebs. Du bist überall gefragt. Hallo, ich bin Pascal Groh, 19 Jahre alt und ich belege hier den Studiengang BWL Branchenhandel. Das ist unser Vertriebsstudiengang hier bei Geberit. Persönlich habe ich mich für das duale Studium bei Geberit entschieden, einfach weil Geberit eine sehr, sehr große Firma ist, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, sich selber persönlich weiterzuentwickeln. Man lernt sich selber besser kennen, man kann seine Stärken und Schwächen abschätzen oder lernt sie kennen. Wenn du noch tiefer in die betriebswirtschaftlichen Prozesse eintauchen möchtest, bieten dir unsere drei verschiedenen BWL-Studiengänge mit den Schwerpunkten Branchenhandel, Industrie sowie Transport und Logistik die ideale Auswahl ganz nach deinen Interessen. Ohne Technik läuft heute nichts mehr. Du als Fachinformatiker bist dafür zuständig, dass es heute läuft. Du lernst unter anderem, wie Computer, Server und Netzwerke aufgebaut sind und wie unsere modernste Multimedia-Technik zu benutzen ist. Dieses Wissen teilst du bei der Beratung und Schulung anderer Mitarbeiter oder wendest es an, um technische Probleme von internen Kunden weltweit zu beheben. Ich heiße Dominik und mache eine Ausbildung bei Geberit als Fachinformatiker für Systemintegration. Weil Geberit eine riesige IT-Landschaft bietet und somit auch viele verschiedene Einblicke in die Welt der IT ermöglicht. Ich muss jetzt aber los ins nächste Teams-Meeting. Wir sehen uns. Unsere IT ist Dienstleister für die gesamte Geberit-Gruppe weltweit. Bei uns in Pfullendorf sitzt einer von 4 zentralen IT-Hubs, von dem die reibungslose Unterstützung und Weiterentwicklung aller Informationssysteme sichergestellt wird. Geberit möchte sich immer wieder selbst verbessern und ist gleichermaßen Vorreiter für die Implementierung neuer IT-Technologien. Dabei sind wir ein wichtiger Partner von SAP und haben zudem diverse Produkte von Microsoft im Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, der Logistik, Produktion oder Marketing arbeitest du als Wirtschaftsinformatiker an spannenden Projekten. Studium entschieden, da ich hier Theorie und Praxis vereinen kann. Im Theorieteil bin ich an der Dualen Hochschule in Ravensburg, in den Praxisphasen bin ich hier bei Geberit. An Wirtschaftsinformatik gefällt mir, dass ich hier an der Schnittstelle zwischen BWL und Informatik arbeiten kann. Was mir an Geberit sehr gut gefällt, ist, dass wir schon früh eigenverantwortlich arbeiten dürfen. Das heißt, ich durfte schon, obwohl ich erst im zweiten Semester bzw. im ersten Lehrjahr bin, durfte ich schon eigene Projekte leiten und durchführen. Neben der Möglichkeit eines Studiums als Wirtschaftsinformatiker kannst du dich auch für den technischeren Weg entscheiden und das Studium der Informatik belegen. Ich bin Johannes und studiere Dual Informationstechnik. Mich interessiert am Studium vor allem das Entwickeln von Software, aber auch die Technik dahinter. Ich habe mich dazu entschieden, bei Geberit zu studieren, da mich vor allem die hochmoderne Technik in der Produktion und der Informatik extrem fasziniert.
war was für dich dabei? Dann warte nicht und bewirb dich jetzt.